Also die Tasche ist krass gefüllt. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Mein Name ist Franka. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch wieder ein Unboxing und zwar von der aktuellen My Little Box. Das ist diesen Monat wieder eine Doppelbox für August und September. Kommt in einer mega coolen Tasche daher. Und zwar könnt ihr euch die Farbe auswählen. Ich habe schwarz gewählt. Das ist übrigens auch meine private Box, die ich selber im Abo habe. Ich habe nämlich auch das Les Extra mit dazu gebucht. Das zeige ich euch am Ende des Videos. Und ich habe auch gesehen, da ist eine Sonnenbrille mit dabei, die uns nachgeliefert werden sollte. Also wenn ihr sehen wollt, was da drin ist und ihr auch eine Box gewinnen wollt, dann bleibt dran, viel Spaß und los geht's. So ihr Lieben, viele von euch kennen ja die My Little Box. Ich öffne die schon ein paar Jahre hier auf meinem Kanal. Die kostet regulär 18,90 Euro und kommt jeden Monat. In den Sommermonaten haben die sich jetzt entschieden, dass sie Doppelboxen machen. Das heißt, diese Box gilt für August und September und kostet deswegen auch das Doppelte, sprich 37,90 Euro. Und ihr könnt aber mit meinem Code, genauso wie letzten Monat auch, 10 Euro sparen und zahlt dann nur 27,90 Euro. Der Code heißt FrankaSummer10 und damit spart ihr 10 Euro und könnt die Box einfach ausprobieren. Danach läuft die ab Oktober wieder monatlich und kostet dann 18,90 Euro. Und ich zeige euch jetzt natürlich, was da drin ist. Ich habe meine PR-Box noch nicht bekommen und auch noch kein Briefing. Dieses Mal kam tatsächlich meine private Box, die ich selber im Abo habe, etwas schneller an. Das heißt, ich werde euch im Nachgang einfach Preise und den Wert der Box vielleicht auch mal hier einblenden, denn ich weiß es noch gar nicht. Also ich bin jetzt genauso gespannt wie ihr. Ich zeige euch alles, was drin ist. Wenn ihr 5 Euro mehr bezahlt, bekommt ihr alle 2 Monate ein Luxus-Extra mit dazu. Zum Teil waren das so geile Sachen wie ein Full-Size-Original-Parfum von Lancôme und diesen Monat ist es etwas von Givenchy. Das zeige ich euch ganz am Ende, weil das natürlich jetzt nicht jeden betrifft. Und es ist auch so, wenn ihr dieses Extra mit dazu wählt, bekommt ihr das nicht für den aktuellen Monat, sondern erst das nächste Mal, weil die da wirklich nur eine limitierte Stückzahl haben und das ansonsten nicht anders hinbekommen. Also wenn ihr das jetzt wählt, zahlt ihr schon, aber ihr bekommt noch nichts, also wahrscheinlich erst im November. Ich verlinke euch aber die Details unter dem Video in der Infobox. Schaut da auf jeden Fall nach, um nichts zu verpassen. Und falls ihr noch auf der Suche nach einer coolen Limited Edition seid, My Little Box ist zusammen mit MAC auch mit einer Limited Edition rausgekommen. Da habe ich auch schon ein komplettes Video zu gemacht. Werde ich euch auch mal in der Infobox verlinken. Das war nämlich richtig geil auch. Und da könnt ihr auch was sparen. Da habe ich auch einen Code. Also, dann zeige ich euch jetzt gleich, was hier drin ist. Ihr könnt hier unterschiedliche Farben wählen. Es gab noch lila und so einen Cognac-Ton. Ich habe schwarz gewählt. Deswegen freue ich mich natürlich mega, dass das jetzt auch in schwarz gekommen ist. Ich würde aber vorschlagen, ich zeige euch mal ganz kurz die Sonnenbrille, denn die haben sie ja nachgeliefert. Ich weiß gar nicht, ob das von letzten Monat war oder dem Monat davor. Da fehlte ja eine Sonnenbrille, die ist irgendwie am Zoll hängen geblieben. Und deswegen gucken wir doch jetzt hier erstmal rein. Baywatch steht hier drauf. Wow, das ist ja mega fancy. Okay, so eine Brille habe ich tatsächlich noch nicht. Die ist nämlich braun und blau, so von der Umrandung her. Okay, sieht ein bisschen krass aus, muss ich sagen. Aber freue ich mich natürlich, weil sowas hätte ich mir jetzt selber wahrscheinlich nicht ausgesucht. Aber ich muss sagen, es passt zu meiner Kopfform und es sieht einfach mal ein bisschen besonders aus. Also ich finde es cool. Und wenn ihr sagt, es ist mir ein bisschen zu heftig, könnt ihr es einfach auch als Haaraccessoire verwenden. Und da funktioniert das ja immer gut. Aber ich würde sie tatsächlich auch einfach als klassische Sonnenbrille tragen. Die sitzt ziemlich gut. Also die sitzt wirklich perfekt bei mir, muss ich echt sagen. Da wackelt nichts. Kann mir auch gut vorstellen, die jetzt auch zum Fahrradfahren zum Beispiel zu tragen, weil sie so schön groß ist und einfach ein bisschen besonders ausschaut. Aber natürlich auch, wenn ihr so ein schönes, luftiges Sommeroutfit anhabt, dann habt ihr einfach so einen Eyecatcher. Mal gucken, ob die auch einen UV-Schutz hat. Die richtige Brille für jede Nase. Stell dir vor, du bist am Mittelmeer, die Zikaden zirpen, das Wasser glitzert und die Sonne brennt auf deiner Haut. Doch Achtung, deine Augen. Keine Sorge, mit unserer Sonnenbrille sind sie bestens geschützt. Denn sie ist mit ihrem French Riviera Design nicht nur absolut stylisch, sondern auch sicher und schützt deine Augen vor Sonne und UV-Strahlen. Mit Gläsern der Kategorie 3, UV-400, der empfohlenen Kategorie. Für klassische Sonnenbrillen bist du perfekt gewappnet für den Sommer. Das finde ich echt cool. Also, dass die auch richtigen UV-Schutz hat. Ich finde, die sieht mega stylisch aus. Also da freue ich mich jetzt gerade total drüber, weil ich mir so ein Modell wahrscheinlich nicht ausgesucht hätte, aber jetzt ganz froh bin, dass ich doch mal was Besonderes habe,
und dadurch einfach ein bisschen variieren kann. Hier ist auch nochmal ein Zettel dazu drin, zu der Kategorie 3, was das bedeutet. Also es ist wirklich auch gegen krasse Sonnenstrahlen ist man da geschützt. Finde ich super. Und jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Schätzchen, nämlich zu dieser wunderbaren Bauchtasche. Das Motto ist ja auch Back to the 90s, weil man in den 90ern natürlich hauptsächlich solche Täschchen getragen hat. Aber ich finde, das kann man jetzt natürlich auch. Und ganz viele Marken kommen ja mit diesen Taschen wieder raus. Wir nutzen das immer für einen Urlaub, also gerade mein Mann, weil das einfach total praktisch ist. Ne? Da kannst du deinen Ausweis reinmachen und die ist jetzt so groß, da passt tatsächlich sehr, sehr viel rein. Ich zeige euch mal, wie die kommt. Also ihr könnt die wirklich wahrscheinlich perfekt um den Bauch tragen. Ich glaube, als Crossbody-Bag ist sie ein bisschen zu groß. Also tatsächlich eher so als Bauchtasche nutzbar. Ist super groß, also da passt sehr, sehr viel rein. Schönes, hochwertiges Material aus so Cord-Design, würde ich sagen. Und jetzt schauen wir direkt mal rein, was da drin ist. Also da bin ich jetzt sehr gespannt. Wir haben einmal hier vorne einen kleinen Reißverschluss. Hier ist jetzt nichts drin, aber da könntet ihr theoretisch einen Schlüssel reinmachen. Also mehr passt da, glaube ich, nicht rein. Das Hauptfach ist tatsächlich dieses hier. Wow, und die ist prall gefüllt. Also die Tasche ist krass gefüllt. Okay, Lidschattenpalette ist da drin. Ach du lieber Gott. Barbour, also ganz viele unterschiedliche Produkte. Ich fange mal mit der Lidschattenpalette an. Das ist ja wirklich sehr, sehr schön. Und da ich jetzt noch keine Infos habe von My Little Box selber, blende ich euch das ein, ob jeder diese Produkte erhält oder nicht, weil ich habe noch keine Information dazu. Meine eigene Box ist jetzt tatsächlich einfach mal früher gekommen als die PR-Box. Deswegen zeige ich euch das jetzt einfach so und ihr werdet es dann eingeblendet sehen. Denn ich habe hier von Catrice eine Pro Slim Eyeshadow Palette in Blushing Ocean. Das finde ich ja richtig cool. Ich habe von Catrice schon solche Lidschattenpaletten und die haben mir bisher auch immer ganz gut gefallen. Und vor allen Dingen sind die halt ideal für den Urlaub. Guck mal, so sehen die Farben aus. Sehr, sehr schöne Farbvarianten, gerade so für den Sommer. Mit diesem Blau finde ich natürlich mega. Ich liebe solche Blautöne. Ocean steht hier auch drauf und dann auch noch ein paar schöne rosa und lila Töne. Passt eigentlich für mich. Das sind genauso die Farben, auf die ich stehe, die ich sehr gerne mag. Die Palette hat eine solide Qualität, finde ich richtig cool. Als nächstes habe ich von Avène ein feuchtigkeitsspendendes Konzentrat. Und zwar soll das 48 Stunden Feuchtigkeit spenden. Das ist für empfindliche, feuchtigkeitsarme Haut geeignet. Kann man morgens und abends verwenden vor der Pflege. Und hier sind insgesamt 10 Milliliter drin. Avène ist halt so eine Apothekenmarke, super geeignet für sensible Haut und meistens auch ohne Duftstoffe. Werde ich sehr gerne ausprobieren. Wow, dann habe ich ein riesengroßes Pflegeprodukt von Caudalie drin. Das ist ja der Oberkracher. Und zwar die Hyaluronic Nourishing Body Lotion. Eine wunderschöne Verpackung und zwar aus dieser Vinotherapie-Reihe from Caudalie Spa Vinotherapie Bordeaux mit Hyaluronsäure, Shea Butter, Antioxidantien, Polyphenole, also einfach mit dieser ganzen Kraft der Trauben. Das Ganze ist vegan, zu 98% natürlich und ich werde es einfach mal ausprobieren. So sieht das aus. Also die Konsistenz gefällt mir unglaublich gut, weil das ganz leicht ist, sich super leicht und angenehm verteilen lässt. Es ist nicht super ölig, aber trotzdem nährend genug. Der Geruch ist sehr natürlich, würde ich sagen. Also es riecht jetzt nicht nach Trauben und auch nicht süß und auch nicht parfümiert, sondern eher nach Inhaltsstoffen, wenn ihr wisst, was ich meine. So ein bisschen natürlich. Kann ich jetzt auch gar nicht so richtig herausfiltern, was das sein soll. Also eher so ein bisschen nach ein paar Kräutern, würde ich sagen. Also ein sehr cooles Originalprodukt in der Full Size, wird garantiert nicht günstig sein, freue ich mich sehr. So, dann kommen wir mal zu dem Barbour-Produkt. Und zwar haben wir da den Clay Multi Cleanser. Das ist eine kleine Größe zum Ausprobieren mit 20 Milliliter. Das ist ein multifunktionaler Reinigungsclay und Maske in einem. Befreit die Haut porentief von Make-up, Unreinheiten sowie überschüssigen Talg und verfeinert die Poren. Also ihr könnt das entweder ein bisschen länger drauf lassen als Maske, dann zieht das so den Talg aus den Poren raus oder ihr nehmt es als Reiniger, kann man für beides verwenden. Ich hatte das Produkt schon mal in groß, fand es ziemlich cool. Man einfach so eine kleine Reisegröße mit 20 Milliliter zum Ausprobieren oder auch einfach zum Mitnehmen. Dafür finde ich solche kleinen Größen natürlich super. Und dann kann man das Ganze mal testen. Dann habe ich hier zwei Nagellacke drin. Ich weiß gar nicht, ob das so sein soll. You nailed it, Britney. You nailed it, Whitney. Okay. Einmal in so einem Bärenton, Raspberry. Ah, und das ist ein Dazzling Top Coat. Also mit so ein bisschen Glitzer und Glimmer drin.
den man sich dann einfach oben drüber auftragen kann. Vielleicht haben wir ja auch noch eins für unten drunter da. Nee, das war es jetzt. Hätte ja sein können. Ja, finde ich ganz schön. Gerade für die Füße nutze ich ganz gerne solche Farben. So einen Himbeerton finde ich ganz schön dafür. Werde ich auch gerne mal ausprobieren. Und jetzt habe ich hier noch 4 bunte Accessoires drin. Okay, finde ich ziemlich spannend. Ich werde euch auf jeden Fall mal reinschreiben, ob eventuell andere Beauty-Produkte drin sein können oder ob das so jeder bekommt. Ich kann mir vorstellen, dass eventuell von Barbour auch ein paar andere Produkte drin sein können, genauso wie von Avène. Ich werde auf jeden Fall mal nachfragen und schreibe euch das dann rein. Das Produkt ist natürlich ein absolutes Highlight. Die Lidschattenpalette finde ich auch richtig toll. Die kann man natürlich auch sehr gut nutzen. Ist auch super so für einen Urlaub einfach auch zum Mitnehmen, weil die so schön klein ist, ne? Und schöne sommerliche Farben hat. Ja, und Nagellack kann ich auch gut gebrauchen. Also bevor ich euch jetzt die Accessoires zeige, zeige ich euch nochmal, wie die Tasche innen ausschaut. Übrigens ist das Design innen mega cool. Ist genauso wie das Tuch, was in der Limited Edition von der My Little Box und MAC ist. Da gibt es nämlich ein Tuch für die Haare, das hat das gleiche Design. Das ist total schön, dass sie das so ähnlich gemacht haben. Also wenn ihr die habt, dann passt das natürlich sehr gut dazu. Und ihr habt hier wirklich ordentlich viel Platz drin in der Tasche. Die finde ich wirklich sehr, sehr schön. Die hat wahrscheinlich auch schon einen richtig guten Wert. Also das fühlt sich sehr hochwertig an und die kann ich tatsächlich auch sehr gut benutzen. Steht kein Name drauf oder so. Da kann man das perfekt nutzen. Und ihr könnt es, glaube ich, auch in einer unterschiedlichen Farbe auswählen. Ansonsten gibt es die eben auch in Lila oder auch in Cognac. Zeige ich euch natürlich noch die Accessoires, die damit dabei sind. Ich fange mal mit dem Kleinen hier an. Das sieht total süß aus. Pins me up before you go go. Ah, guck mal, das ist wahrscheinlich so ein Pin, den man sich an die Klamotten machen kann. Hinten dran ist so ein Verschluss und das ist einmal so ein Würfel, das ist ja wirklich richtig 90er und das andere ist ein Gameboy. Steht Game Over drauf. Also das ist sehr süß gemacht. Ob ich es mir jetzt irgendwo dran machen würde, weiß ich nicht, aber man kann es natürlich auch an diese Tasche hier dran machen. Dann hat man das Ganze einfach so ein bisschen, ja, individuell designt, ne? Wenn man das möchte, kann man diese einzelnen Pins natürlich da dran machen. Ah, muss man hinten zusammendrücken, dann kann man das nämlich lösen. Und dann habt ihr hier quasi so einen kleinen Pin und den könnt ihr überall reinstecken, Klamotten oder eben auch an diese Bauchtasche. Und dann könnt ihr euch das ein bisschen individualisieren. Also das finde ich ganz süß, ist halt immer die Liebe zum Detail, die My Little Box wirklich ausmacht. Ob einem das jetzt gefällt und ob man das jetzt alles nutzt, das ist halt eine persönliche Geschmackssache. Ich finde es zum Designen für diese Bauchtasche eigentlich ganz süß, muss ich sagen. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Produkt. Das kommt in so einer Verpackung. Und zwar steht hier, dein schwungvoller Stehpinsel, der Pinsel, dessen Meisterwerk du bist. Trage deinen losen Puder oder sogar Rouge auf. Du wirst begeistert sein. Die runde Form des Pinsels passt sich perfekt an deine Gesichtskonturen an. Und der Griff ist aus Kiefernholz und das kleine Tool ist rund um die Uhr einsetzbar. Okay, das sieht tatsächlich sehr süß aus. Das erinnert mich an so einen Rasierpinsel. Wisst ihr noch? Kennt ihr die von früher? Das sieht wirklich richtig süß aus. Und vor allen Dingen ist der sehr, sehr weich. Also super weich. Ich würde den persönlich für Bronzer nehmen und vor allen Dingen auch, um den am Körper aufzutragen. Da finde ich das gut. Oder natürlich auch im Gesicht. Ist wirklich super weich. Kann man sehr schön verwenden. Ja, also ich muss sagen, Pinsel brauche ich immer. Freue ich mich auch immer drüber. Kann ich sehr gut verwenden. Und man kann tatsächlich schön Blush auftragen oder Bronzer oder einfach Losenpuder. Damit geht eigentlich alles. Dann haben wir hier eine Verpackung, das sieht aus wie so eine Kassette, oder? Money, Money, Money. Le Portemonnaie. Ah, das prallgefüllte Portemonnaie mit seiner poppigen Farbe und seinem 90s-Vibe hat dieses Portemonnaie alles, was ein cooles Accessoire so ausmacht. Außerdem macht es sich nützlich, da es dank seines Reißverschlusses all deine Talerchen sicher verstaut, bevor du sie wieder stilvoll in Umlauf bringst. Und alleine diese Liebe zum Detail auch in dieser Beschreibung ist schon so süß. Ich zeige euch jetzt mal, wie das ausschaut. Oh, sehr bunt, tatsächlich. Okay, haben sie ja auch geschrieben. Und zwar sieht das wie so eine Art Brief hier vorne aus. Hier könnt ihr wahrscheinlich noch so ein paar Kärtchen reinstecken. Und hier hat man einen Reißverschluss, da könnt ihr zum Beispiel Kleingeld reinpacken oder auch Scheine. Also vom Design her finde ich es schon ganz schön krass, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte es jetzt besser gefunden, wenn da kein Pink gewesen wäre, sondern einfach nur weiß und rot.
Hätte mir wahrscheinlich noch ein bisschen besser gefallen. Aber ansonsten kann man das natürlich trotzdem nutzen. Die Farben sind immer eine Geschmackssache. Ich nutze aktuell gerade so ein grünes Portemonnaie von der My Little Box und ich finde die Qualität einfach immer ganz gut. Und ich nutze das jetzt schon seit Jahren. Ich habe auch teure Portemonnaies, aber irgendwie greife ich immer zu dem, weil es so schön klein ist und ich manchmal nicht so Riesenteile mitschleppen will. Und da wird mir bestimmt auch noch eine gute Verwendungsmöglichkeit mit einfallen. Gerade auch, wenn ihr eine große Tasche habt und ihr wollt etwas sicher verstauen mit Reißverschluss, ist es eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Also vielleicht brauche ich noch ein bisschen, um mit der Farbkombi warm zu werden. Aber ansonsten finde ich es eigentlich ganz süß. So, und dann kommen wir jetzt zum letzten Produkt aus der Box. Und zwar ist das hier drin. Da bin ich jetzt gespannt, was das sein soll. Also Verpackung, 10 Punkte, muss ich wirklich sagen. Und mal gucken, was hier steht. Eine bunte Klammer. Plane deine Ausflüge nicht mehr nach fälligen Haarwäschen. Unsere Haarspange aus recyceltem Plastik eilt zur Rettung. Sie zaubert uns im Handumdrehen eine frische Frisur und bringt Pep in deinen Look. So, mal gucken, wie sie ausschaut. Oh, sie ist pink. Ich glaube allerdings, ich habe das irgendwie auf der Seite von denen gesehen. Es könnte sein, dass das in einer anderen Farbe drin ist. Wenn ihr die Box auch im Abo habt, schreibt mir unbedingt mal, ob ihr die gleichen Produkte drin hattet wie ich und ob ihr auch dieselbe Farbe habt. Ich finde die Farbe ziemlich cool, muss ich sagen. Und die Farbe passt jetzt natürlich auch hierzu, ne? Also, wenn man das dann so kombiniert, funktioniert das auch. Und Haarklammern kann ich auf jeden Fall immer sehr gut gebrauchen, gerade auch so morgens im Bad, wenn ich duschen gehe und nicht die Haare waschen will, dann nehme ich meistens eine Klammer, weil es einfach schneller geht. Die sieht auch ganz cool aus. Also da werde ich auf jeden Fall Verwendungsmöglichkeit für haben. Das finde ich ganz gut und auch ganz nützlich. So, ihr Süßen, dann fasse ich die Accessoires auch nochmal kurz zusammen. Wir haben also einmal ein kleines Portemonnaie, eine Haarklammer, dann haben wir diese Pins, die man zum Beispiel an diese Bauchtasche ranmachen kann. Finde ich ganz süß. Und zu guter Letzt auch noch den Pinsel, diesen hier, den ihr eben für alles mögliche Bronzer oder auch Blush und so weiter verwenden könnt. Ich finde, es ist eine ganz süße Auswahl. Die Beauty-Produkte haben mir natürlich sehr, sehr gut gefallen. Da werde ich mich jetzt sehr gerne mal ein bisschen durchtesten. Und wenn ihr Lust habt, euch die Box zu kaufen, ihr bekommt sie bereits ab 27,90 Euro mit meinem Code FRANKASUMMER10. Könnt ihr nämlich die 10 Euro sparen. Also mein persönliches Highlight ist tatsächlich diese Bauchtasche. Die finde ich richtig klasse. Und die anderen Sachen, gerade Beauty-Produkte, werde ich natürlich sehr gerne testen und werde euch dann updaten. Meine PR-Box wird wahrscheinlich auch die nächsten Tage kommen. Die werde ich dann an einen von euch verlosen. Ich weiß nicht, welche Farbe die Tasche dann hat. Also dann könnt ihr euch einfach überraschen lassen sozusagen. Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, schreibt mir einfach einen netten Kommentar. Gerne mit dem Hashtag MyLittleBox und welches Produkt euch am besten gefallen hat. Und mit dem Kommentar wandert ihr direkt in den Lostopf. Ich drücke euch natürlich die Däumchen, wünsche euch ganz viel Glück. Und jetzt zeige ich euch zu guter Letzt noch dieses Extra, was ich ja in meiner Box habe, weil ich dieses Lesextra mit 5 Euro mehr gewählt habe. Und ich habe das auch schon von Anfang an. Und ich zeige euch einfach mal, was da drin ist. Das ist nämlich ein Produkt von Givenchy. Und zwar wohl nicht nur eins, sondern auch direkt zwei Produkte. Dein neuer Le Rouge Entendu Lippenstift ist das kleinste Couture Must-Have von Givenchy, das deinen Look das gewisse Extra verleiht. Seidig, matte Textur, mega Farbkraft und total stylisch. Und ein Duft ist anscheinend auch drin. Oh, das ist sehr schön. Wir haben hier einmal den Duft, L'Entendu von Givenchy. Das ist ein Eau de Parfum Rouge, wahrscheinlich ein Flanker von dem Original, bin ich nicht ganz sicher. Ich nehme an, dass das 10 Milliliter sind. Gucken wir gerade mal. Oh, das sieht richtig toll aus. Okay, sehr geil. Mal schauen, was das, wie viel das ist. 12,5 Milliliter sind das. Okay, den teste ich gleich mal. Und dann haben wir auch noch einen Intense Silk Color Luminös. Silky Finish Luminous Color. Vielleicht einen kleinen Lippenstift. Ja, müssen wir gleich mal gucken. Ich teste erstmal den Duft. Oh, der riecht aber nicht schlecht. Oh, der riecht super so zum Ausgehen. Kann ich mir das sehr gut vorstellen. Das ist so ein richtig toller weiblicher Duft. Nach was soll das denn riechen? Rebellisch und super hot, genau wie du. Es duftet nach grenzenloser Freiheit mit einem Hauch von französischer Magie. Die Mischung aus Blutorange und würzigen Gewürzen ist einfach unwiderstehlich und wie gemacht für heiße Sommernächte. Ja, also ich finde, das riecht sehr, sehr gut. Vor allen Dingen ist es natürlich eine schöne Größe für die Handtasche. Ja, das gefällt mir schon mal. Und dann habe ich hier noch so einen kleinen Lippenstift, nehme ich jetzt mal an.
drin. Bin ich auch gespannt. Oh, das sieht toll aus. Also die Verpackung gefällt mir schon mal gut. Ich glaube, das war auch das allererste Extra, was überhaupt in diesem Lesextra drin war. Nämlich ein Lip Balm, auch in dieser Verpackung, auch von Givenchy. Und das sieht natürlich mega stylisch aus, ne? Also das ist die Kappe. Und hier drin habt ihr dann einen kleinen Lippenstift und der ist diesmal in Rot. Okay, ich glaube, den teste ich jetzt nicht, den probiere ich einfach demnächst mal aus, weil ihr könnt das sowieso nicht mit dazu bekommen, wenn ihr es jetzt abschließt, weil ihr bekommt dann erst das nächste extra. Ich glaube, ich werde das einfach demnächst mal testen. Ich möchte das Video jetzt nicht zu lang machen, weil dieses Lesextra könnt ihr leider ja auch nicht mitkaufen, sondern erst dann das nächste Mal, wenn das wieder rauskommt, dann bekommt ihr das. Aber der Duft, kann ich euch so viel schon mal sagen, der ist tatsächlich sehr, sehr schön. L'Interdit Rouge von Givenchy. Nicht schlecht, hätte ich gar nicht gedacht, dass der mir so gut gefällt. Also ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Hier gibt es nochmal zwei meiner letzten. Hier könnt ihr abonnieren. Ich würde mich freuen, euch das nächste Mal wiederzusehen. Ich mache hier ganz viele Unboxings von Beautyboxen, aber auch Adventskalender. Haltet auf jeden Fall Ausschau. Es gibt meistens auch eine schöne Verlosung. Nehmt gerne daran teil. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.